Und für den nächsten Vortrag mit dem Titel Von Hasen und Igeln, das Wettrennen zwischen Daten und Print oder auch anders ausgedrückt, wer war zuerst, Daten oder Print, sind jetzt der Jürgen Meyer von der Hoffmann Group und der Stefan Reinhardt von Informatica hier auf der Bühne. Jürgen Meyer ist Director Product Data Services bei der Hoffmann Group und Stefan Reinhardt ist Director Product Management bei Informatica. In dem Vortrag jetzt erfahren Sie, wie sich Daten und Print positiv beeinflussen können. Herr Meyer und Herr Reinhardt zeigen Ihnen jetzt Beispiele aus dem aktuellen Print-Projekt. Nach dem Vortrag haben Sie dann wieder die Chance, Ihre Fragen zu stellen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. The stage is yours. Vielen Dank. Danke. Gut. Vielen lieben Dank. Hallo zusammen, wir freuen uns sehr. Ich weiß nicht, ob jemand mitgezählt hat, wie oft jetzt der Begriff Daten gefallen ist in der Einführung. Zeichnet sich so eine lange Zeit meines beruflichen Lebens, das Thema Daten. Ja, reißt nicht immer jeden vom Hocker, ist nicht immer der Hit bei der Familienfeier. Was machst du eigentlich beruflich? Ja, ich mache was mit Daten. Allerdings, und ich würde mal behaupten, auch auf einem Print-Event findet man doch mehr Data-Nerds als vielleicht sonst so in der Fußgängerzone, hoffe ich, dass wir heute gemeinsam, Jürgen und ich, das Thema Daten und Anwendbarkeit mit euch ein bisschen in Einklang bringen. Mal schauen, warum brauche ich überhaupt Daten? Sind Daten eigentlich sexy? Können Daten irgendetwas vielleicht sexy machen? Und auch ganz geschickt, ich komme so ein bisschen aus der Softwarehersteller-Richtung natürlich. Das heißt, ich höre viel, ich sehe viel, ich rede auch manchmal viel. Und der Jürgen kann mich dann immer so ein bisschen ins Korrektiv bringen. Ne? Ich rede auch gern, von daher ist kein Problem. Super. Vom Vortragaufbau her, wir haben einfach ein paar Themen, die wir nacheinander mit euch gemeinsam durchgehen wollen. Themen, die wir sehen, die draußen gerade viele Leute bewegen, die uns bewegen. Und dann einfach das Ganze dann hoffentlich in ein gemeinsames Fazit überführen. Der Titel von Hasen und Igeln, den werden wir auch im Laufe immer wieder finden. Es war ganz witzig, als wir uns ursprünglich am Anfang zusammengesetzt haben, überlegt haben, was wollen wir eigentlich als Vortrag machen. Sind wir ein bisschen ins Brainstorming gegangen und haben dieses Märchen, das ich zum Beispiel ab und zu meinen Töchtern auch abends vorlese, also ich kenne es ganz gut und ich habe auch erfahren, 73 Runden oder wie viel waren es? Sind 73 Runden. Ich nehme es vorweg, der Hase stirbt in Runde 74. Ja, das hat aber irgendwie immer ganz nett gepasst auf die ganzen Themen. Gut, bevor wir einsteigen, und ich habe es schon gesagt, Daten, ist es eigentlich sexy? Braucht man die eigentlich? Ich wollte anfangen mit einem ganz kurzen Imagefilm unserer neuen Kampagne bei Informatica, die wir nennen Where Data Comes to Life. There. Sitting unused, untapped, lifeless. If you listen carefully, you can hear that data, and it's whispering, wake me up. Say hello to Informatica. This is more than the world's leading intelligent data management cloud. This will make your data larger than life, powering over 250 intelligent cloud services and launching new ways of thinking, innovating, doing. This is next generation AI-powered access to trusted data and insights wherever and whenever you need them. Use what you need, pay for what you use. Connecting across any cloud for everyone across your organization, truly democratizing data with the highest levels of scalability, integration, and security. Chaos and uncertainty, gone. This is our time, your time. Go time. It's time to take your business to new heights, to bring your data to life. You now have a single source of truth via metadata. Managing data to give it life, to make big bets, to help you leapfrog the competition. The numbers don't lie. Globalization optimized. Customer experience transformed. Digital innovation delivered. So what are you waiting for? An invitation? Informatica. Where data comes to life. Ja, und da sieht man es dann auch schon ein bisschen, dass man einfach das Thema Daten auch sehr viel emotionaler begreifen kann. Ihr habt ein paar Kundenbeispiele gesehen, Essex, Dolby, Hershey ist eine Süßigkeitenfirma in den USA, mit denen wir da zusammenarbeiten, wo man dann wirklich, wenn man mal ins Thema einsteigt, viel mehr Freude auch darin entwickeln kann und viel mehr verstehen kann, was daran eigentlich wirklich
ja, so geil ist, um es mal auf Deutsch zu sagen. Ne? Bin mal gespannt, wie das nachher übersetzt werden wird. Gut, so viel zum Thema Informatika. Genau, vom Silicon Valley direkt in die bayerische Landeshauptstadt nach München zu Hoffmann Group. Traditionelles Werkzeughandelsunternehmen mit über 100-jähriger Historie. Was hat das mit Informatika gemein? Ja, wir haben uns gefunden, nicht nur aufgrund dessen, dass wir über Daten sprechen. Nein, wir haben auch noch dieselben Firmenfarben. Orange ist unsere Zukunft. Und woher geht's? Hoffmann kommt aus dem klassischen Ladengeschäft. Kennt jeder hier. Den Kollegen habe ich sogar noch mal gesehen vor 18 Jahren, als ich bei Hoffmann begonnen habe. Und es geht aber eigentlich darum, dass Hoffmann immer eine sehr große Bindung aufgebaut hat, immer versucht hat, die Emotionen über den Außendienst auch zu vertreten. Also Ladengeschäft, dann der Außendienst. Und was ist? Ja, wir haben ihn noch, aber die digitalen Märkte kommen und drücken stärker und stärker in das Geschehen hinein. Und von daher ist es auch überhaupt nicht verwunderlich, warum man sich auch bei Hoffmann dann irgendwann mal die Frage gestellt hat, wie gehen wir denn damit um? Wir haben eine Initiative gestartet, ein Programm, das nennt sich in Anlehnung an Industrie 4.0, Hoffmann 4.0. Das beinhaltet eine ganze Litanei an Projekten. Die Klassiker darin sind natürlich, wie geht man mit Produktdaten um, wie geht man mit Kundendaten um. Und weil ich von der Technik her komme und für Produktdaten zuständig bin, habe ich dann auch noch das Thema Masterdaten geerbt. Und bin jetzt sogar noch Data Governance Lead seit Anfang des Jahres bei Hoffmann. Sprich, wir müssen auch managen, wie man mit Daten überhaupt umgehen. Und man glaubt gar nicht, wie groß der Berg an Arbeit ist, der vor uns liegt. Von daher geht es wirklich auch darum, zu zeigen, wie gehen wir mit diesen Daten um. Von den Produktdaten, aber dann eben auch aufs Dienen, auf die Kundendaten. Und von daher würde ich sagen, das ist genau. Stefan, gehen wir ans Eingemachte und schauen uns schon mal das erste Thema an. Gibt es verschiedene Begrifflichkeiten dazu. Ich habe es jetzt mal versucht, unter dem Oberbegriff Unified Commerce zusammenzufassen. Die Frage ist, reicht es eigentlich, wenn wir immer nur auf die Produktdaten schauen? Oder gibt es da eigentlich noch viel mehr, was in die ganze Betrachtung mit einfließen sollte? Und ein Thema, das wir mit unseren Kunden immer wieder und immer wieder in diesem Kontext erfahren, ist, die Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Daten spielen doch eine durchaus wesentlichere Rolle, als man es sich vielleicht manchmal eingestehen möchte oder eingestanden hat. Oftmals reden wir von verschiedenen Abteilungen, mindestens mal von verschiedenen Softwaresystemen vielleicht, die dann da im Einsatz sind. Und was wir dann mit unseren Kunden sehr gerne umsetzen, unter anderem auch mit der Hoffmann-Gruppe natürlich, ist zu versuchen, diese Daten mal in Einklang zu bringen. Natürlich ist PIM ein wichtiges Thema. Natürlich ist Product Experience Management ein wichtiges Thema. Gar keine Frage. Ein ganz zentrales. Aber wir haben es ja auch vorhin schon gehört, in dem Vortrag vor uns. Kontext, Personalisierung, das schwingt da mit. Und wenn man in der Hasen- und Igel-Analogie ist, ne? So, die Hasen, die sind noch so mit ihren Produktdaten beschäftigt. Die Igel, die sind schon an verschiedenen Plätzen und stellen da ihre Schrauben und schauen, wie die Dinge eben besser zusammenpassen, um dann zielgerichteter am Markt eben und mit den Kunden zu agieren. Ja, und wir haben ja auch, wissen ja einige von euch, vor circa 10 Jahren eben dieses PIM-Projekt gestartet, begonnen. Unser altes Katalogsystem hieß witzigerweise Medienneutrale Datenbank, tatsächlich zu reformieren, komplett neu aufzustellen. Und wir sind heute eigentlich am Sprung in eine neue Ebene. Natürlich ist Produktdaten zentraler Bestandteil unseres Tuns, nur wir verbinden eben jetzt genau diese Daten mit Customer-Daten, mit verschiedenen von außen hereinkommenden Daten, also Lieferantendaten etc. Und darum geht es letztendlich, das Ganze auf eine neue Ebene zu hieven. Es geht so weit, kommen wir gleich noch drauf, dass wir unsere
Klassifikation tatsächlich auch noch erneuern im Zuge dieses größeren Projektes, um überhaupt bereit zu sein für die nächste Stufe im Sinne einer Weiterentwicklung unserer verschiedenen Systeme. Und dann begegnen wir ja auch mittlerweile, spätestens nach der Pandemie, auch in Europa immer mehr einem neuen Ökosystem. Plattformökonomie haben wir vorhin schon vom Horst Huber in der Keynote gehört. Im Prinzip der ganze Shift to Cloud, wo man früher noch, ich erinnere mich noch sehr gut, ich habe User Groups in den USA gehabt und die haben mir die Bude eingerannt, warum wir noch nicht irgendwie alles in der Cloud haben. Und eine Woche später haben wir die gleiche Session in Europa gemacht und da kamen dann die Leute und sagen, bloß nicht in die Cloud. Mittlerweile, denke ich, braucht man gar nicht groß drum rumreden, ist es auch in Europa, auch in Deutschland ein Standardverfahren, dass man sich Cloud-Lösungen anguckt. Ich komme aus der Print-Cloud-Session, die war ja heute Morgen auch schon, war übervoll der Raum, Leute sind drin gestanden. Das heißt, wir finden uns einfach mittlerweile dort. Das ist nicht die Zukunft, das ist die Realität, das ist einfach ein Fakt. Was ich aber interessant finde an dem Ganzen ist, es gibt ja nicht die eine Cloud. Im Englischen gibt es das schöne Sprichwort, ja, having your head in the cloud. Und als ich mal mit einem Analysten vor ein paar Wochen gesprochen habe, habe ich ihn mal gefragt, nachdem er mich natürlich brutal ausgefragt hat, was er eigentlich so sieht zu dem ganzen Thema Cloud als Probleme. Und er hat es eigentlich ganz schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, jetzt sind sie alle in der Cloud. Alle Businesses, alle Abteilungen in der Pandemie, ja, Self-Enabled Buying, bisschen an der IT vorbei, IT möchte ja auch vielleicht gar nicht mehr unbedingt. Jetzt sind sie alle in der Cloud, aber alle in einer anderen. Ja, und nun? Und da ist natürlich das Thema bei uns auch ein wichtiges, und das ist eine ganz bekannte Slide bei Informatica. Wir haben eine Intelligent Data Management Cloud, IDMC. Das ist ein Cloud-natives Offering. Da könnte man Datenmanagement end-to-end betreiben, wenn man möchte. Und viele unserer Kunden tun das auch. Da kann man sich aber auch einzelne Aspekte rausziehen. Da kann man auch sagen, mich interessiert das Thema Data Quality oder ich möchte MDM machen damit. Ja? Und das ist eigentlich der Schlüssel für viele unserer Kunden, dass die eben sagen, okay, ich habe ein Fundament von Informatica, da könnte ich end-to-end mein Data Management machen, alle meine Daten zusammenbringen, integrieren, wieder in die ganzen Cloud-Applikationen zum Beispiel ausspielen. Oder ich könnte auch einzelne Bereiche darin machen. Aber eben nicht so der klassische Vendor-Login, wo du sagst, naja, wenn du eins davon machen musst, musst du alles davon machen. Und wenn du was anderes hast, dann gibt es ein Problem. Ja, ganz interessant von unserer Seite, Hoffmann-Seite hier, wir haben ja 2021 eine Evaluierung gemacht, wie gehen wir denn mit dem Thema Masterdaten um, sind dann relativ schnell zu dem Ergebnis gekommen, ja, MDM alleine ist es nicht, da gehört noch wesentlich mehr dazu. Man sieht es auch hier an den verschiedenen Themen. Data Quality war bei uns aus PIM-Sicht schon immer ein Thema, aber eigentlich sehr minder bemittelt, also immer auf einem sehr niedrigen Level. Und jetzt geht es eben darum, überhaupt, wie ich vorher schon gesagt habe, wir müssen unsere Daten überhaupt mal kennen. Sind denn die Daten im SAP und in der PIM überhaupt die gleichen? Sprechen wir von den gleichen Themen? Sind die vielleicht zwischen den zwei Systemen auch transformiert, in einer ganz anderen Art und Weise hinterlegt? Oder ist es denn überhaupt das Gleiche? Ist der Inhalt in den Feldern denn überhaupt genau das? Wie zum Beispiel, und das sieht man mit dem Data Catalog, dass wir mal überhaupt erfahren, welche Daten haben wir? Welche Metadaten sind da dahinterlegt? Der nächste Schritt ist natürlich auch zu schauen, dass wir sauber damit umgehen, Governance und Privacy. Wir sind gerade, ich habe gesagt, ich bin jetzt Data Governance Lead. Es ist ein Riesenthema im Unternehmen, überhaupt rauszubekommen, was ist denn, welche Daten liegen wo oder wer ist dafür zuständig, verantwortlich? Oder man darf es gar nicht laut sagen, ja, das ist doch meine Verantwortung, was willst du denn, Jürgen, da jetzt? Oder willst du denn jetzt das SAP im MDM abbilden? Nein, darum geht es gar nicht. Wir wollen einfach nur Themen miteinander verknüpfen. Und das ist genau das, worum es hier geht. Wir haben nicht alle Produkte hier aus dieser Liste. Warum? Weil wir noch denken, auch relativ konservativ, aber wir haben uns die für uns rausgepickt, wo wir jetzt mal den ersten größeren Nutzen sehen, um mit unserer Entwicklung voranzukommen. Und ja, dieses, ja, willst du es ablösen oder sonst was? Erstmal die Abneigung gegenüber etwas Neuem ist halt einfach
wahnsinnig aufwendig und es braucht sehr viel Kraft im Unternehmen, selbst die Mitarbeiter zu überzeugen, dass das, was wir machen, nicht gegen sie ist, sondern sie begünstigt. Dass wir zum Beispiel mit Axon die Leute unterstützen, überhaupt zu erkennen, wo sehen sie das Ganze. Ganz genau. Und wenn wir wieder davon sprechen, ne, es ist wieder wie ein Märchen. Also im Prinzip sind wir alle irgendwie so ein bisschen wie die Hasen. Wir rennen den Daten hinterher und da ploppt wieder ein neues System auf und dann erfährt man, ach ja, in der Abteilung gibt es ja auch noch das System und dann holt man Legacy-Systeme heraus und vielleicht kommt man mal mit einer Fusion. Also das ist das Thema und das möchte man unter Kontrolle bringen und das ist schwierig. Ne? Ja. Und ein Thema, wie man das besser eben unter Kontrolle bringen kann, da haben wir auch eine ganze Vortragsreihe, deswegen bei uns nur in einem kurzen Abriss, ist auch das Thema künstliche Intelligenz, das Thema Automatisierung in der ganzen Verwaltung der Daten und später auch im Betrieb mit den entsprechenden Zielsystemen. Und da ist mir eine Sache hängen geblieben. Ihr kennt es bestimmt, wenn man so durch die LinkedIn, durch die Xing-Timeline scrollt in letzter Zeit. Viel wird über ChatGPT gesprochen, nachgedacht, philosophiert. Es gibt coole Beispiele, die jemand gemacht hat oder jemand anderes fokussiert sich auf die vielleicht Gefahren, die daraus resultieren. Ein Ding, das mir ganz wesentlich hängen geblieben ist, da war eine Frau, ich weiß gar nicht, warum die in meine Timeline gekommen ist, wir waren nicht wirklich connected und die war auf einem Flug. Und auf dem Flug hat die CTO, eine junge, beeindruckende Dame von OpenAI, also einer der wesentlichen Köpfe hinter ChatGPT getroffen und die haben sich unterhalten und die haben darüber gesprochen, warum ist eigentlich ChatGPT so ein Riesending? Das wollte sie von ihr wissen. Und die Antwort war richtig gut. Die Antwort war nämlich, es geht gar nicht so sehr um die Technologie und was die kann, sondern schlussendlich geht es darum, kann ich eigentlich so ein ChatGPT-Command, also so ein Chat-Window, meiner Mutter geben und die kann damit machen, was sie will und direkt Wert daraus garantieren. Und diejenigen, die heute präsentieren, vielleicht haben die auch mal eingegeben, kannst du mir ein cooles Zitat geben? Und kriegen dann eine entsprechende Antwort. Das heißt, die Anwendbarkeit von AI, das ist eigentlich der entscheidende Faktor. Ne? Und manche von euch sehen ein paar Köpfe nicken, die kennen das. Es geht nicht so sehr darum, die coolste, abgefahrenste Technologie zu haben, die dann aber kein Mensch anwenden kann und kein Mensch versteht. Sondern es geht darum, wirklich Lösungen zu schaffen, die in der Breite eine Umsetzung und eine Wertschöpfung generieren. Hier ist zum Beispiel jetzt eine schöne Grafik von uns, wie wir das messen, wenn wir KI-Initiativen haben bei Informatica. Bei uns geht es immer um zwei Dimensionen. Die Menge der Anwender, die wir damit erreichen können und eben der Grad der Automatisierung, der daraus resultieren kann. Und klar, wir schauen, dass wir so weit wie möglich rechts oben landen. Und in diesem Kontext dann auch bei der Firma Hoffmann, ne, wenn es um Zitate geht. Genau. Diese Slide ist direkt anwendbar auch auf dem Print. Warum? Naja, klar, früher, ich kann mich noch erinnern, da gab es die Entwürfe mit Ausklappseite. Die Frage war immer, wie kriegt man das auf eine Seite im InDesign unter? Auch der Print muss sich entwickeln. Wir müssen mehr und mehr hineinbringen. Horst hat es heute Morgen schon angesprochen. Diese Komplexität des Prints in einen gewissen Raum zu bringen, zu automatisieren, persönlicher zu werden. Wie funktioniert das? Das können wir nicht mit dem gleichen Aufwand betreiben wie in der Vergangenheit. Von daher sind wir ja letztendlich auch gezwungen, in die Automatisierung zu gehen. Und das geht nur, indem wir Algorithmen finden, um das zu begünstigen. Wir sind da gerade dran, machen gerade ein Thema und wir stellen ja auch fest, ja, es knirscht. Und warum knirscht's? Ja, weil unsere Daten nicht passen. Ja, aber wir haben doch 3500 Seiten Katalog, ist doch alles da. Ja, aber nicht so, wie wir es brauchen. Und genau darum geht's nämlich, zu erkennen, was ist mein Bestand an Daten? Wie gut ist er? Wie kann ich ihn transformieren oder ergänzen, dass er für neue Kanäle oder neue Systeme auch funktioniert? Und das ist die Herausforderung, weil ein Problem hat Print: Platz. Das ist wohl wahr. Und da kann man nicht einfach wild in der Mottenkiste wühlen, sondern da muss man sich Gedanken machen, welchen Regeln ich eigentlich folgen möchte bei dem ganzen Spiel. Und
Bei uns bei Informatica, da machen wir viel mit Gartner Magic Quadrants. Man findet uns in sehr vielen Gartner Magic Quadrants. Auch durchaus in der richtigen Position. Ein Magic Quadrant wurde jetzt aber abgeschafft. Der für MDM, für Master Data Management. War erstmal, okay. Allerdings bringt es Gartner da ganz schön auf den Punkt. Die sagen, man kann eigentlich nicht sagen, oh ja, wir machen MDM und da gibt es auch noch ein Team, das macht Data Governance. Sondern man muss das Ganze natürlich ganzheitlich denken. Man muss sich natürlich schon darüber Gedanken machen, was sind eigentlich die Regeln, denen ich folgen möchte. Und nicht dort, wo man es dann gerne so hätte, wie man es eben hätte, sondern dort, wo es passiert. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, wo auch wieder bei uns viel Roadmap, viel Aufwände betreibt. Ne? Wie kann ich Regeln setzen? Wie kann ich Workflows bereitstellen? Wie kann ich dafür sorgen, dass die Daten bestenfalls automatisiert in einen gewissen Zustand überführt werden und so eben dem Anwender eigentlich die letzte Meile überlasse, ja, den High-Quality-Content überlasse und nicht, ich sag mal, das Grundwerk. Wie sieht das bei Hofmann aus, Jürgen? So, wenn du klickst. Ja, letztendlich, die Straße ist frei. Warum? Weil aufgeräumt ist. Weil wir wissen, womit wir es zu tun haben, weil wir eben unsere Datenquellen kennen, weil wir Rollen definieren, wie mit diesen Daten tatsächlich umzugehen ist. Und das spielt wieder keine Rolle, ob die Daten dann für den Print genutzt werden, für verschiedene E-Commerce-Kanäle. Letztendlich geht es immer darum, Daten als Basis für sämtliche Kanäle. Und wir verfolgen mittlerweile auch eine Thematik, wir nennen das Content First. Wir wollen eben nicht mehr dahin, dass für jeden Kanal wieder mehrfach verschiedener Content aufbereitet wird, wenn dann auch wieder automatisiert nach Möglichkeit. Das sind wir aber heute noch nicht. Aber es geht darum, diese Strukturen so aufzubauen, dass wir sie multiple nutzen können. Und das ist so der Trick bei der Geschichte. Es muss halt aufgeräumt sein, sauber strukturiert, nachvollziehbar. Und wir müssen auch wissen, wer die Leute dahinter sind. Wer versteckt sich denn hinter den Themen? Und das ist manchmal natürlich durchaus eine Herausforderung. Man baut jetzt so eine Data Governance Organisation quer im Unternehmen auf. Und dann kommen verschiedene Fachabteilungen und sagen, ja, aber dafür bin ich ja zuständig. Ja, vom Fachlichen her auf jeden Fall. Aber bisher wurde immer, jetzt kommt das berühmte Wort, Silos, nicht über den Tellerrand geschaut oder nur in der eigenen heilen Welt. Alles gut. Aber die Auswirkung auf andere wurde nicht bedacht. Und da sind wir jetzt auf dem Schritt, das zu bedenken. Und wir haben gerade aktuell bei Produktdaten einen aktuellen Fall. Und da sind die Auswirkungen echt wirklich extrem gravierend. Und wir merken, dass dieser Effekt so langsam in die Gänge kommt. Aber es dauert und man darf die Organisation tatsächlich auch nicht überfrachten mit dem Thema. Schritt für Schritt in kleinen Steps dahin. Ganz genau. Und wenn wir jetzt noch mal kurz schauen, wo kommen wir denn jetzt her bisher? Was haben wir alles gemacht? Wir haben gesagt, okay, braucht mehr als nur eindimensionales Denken in Daten, nicht nur Produkte, nicht nur Kunden. Man muss das Ganze zusammenbringen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir einen Automatisierungsgrad haben wollen, vielleicht mit AI, vielleicht auch mit ganz viel gängigeren Mitteln, dass wir Regeln brauchen. Wir haben natürlich auch gesagt, hier Move to Cloud, ne, ganz viele Applikationen. Und ein Thema, das immer wieder hochkommt, mit ganz vielen Kunden, in ganz vielen Gesprächen, unter anderem ja auch bei Hofmann, ist das Thema Modernisierung meines ERPs. Und vorhin habe ich dieses Bild gehabt von dieser Datenplattform. End-to-end, man kann so alles nehmen, man kann ein bisschen was nehmen, wie man das eben möchte. Ne? Consumption-driven, man kennt das Spiel. Der wichtigste Aspekt aber meiner Meinung nach daraus ist, ein ERP-System macht hier kein Datenmanagement end-to-end. Und man sollte tunlichst nicht versuchen, alles da reinzuquetschen. Einmal natürlich aus Gründen der Anwendbarkeit, aber zum anderen natürlich auch, weil die Daten vielleicht dort nicht
am besten aufgehoben sind. Ich meine, wer kennt es nicht? Ja? Man macht so eine Modernisierung, da bleiben Legacy-Systeme hängen. Die kann man nicht einfach so abschalten. Was macht man da, wenn die weiterhin Daten brauchen? Zieht man die dann aus dem Cloud-ERP wieder runter und versucht die dann irgendwie zu verbandeln? Oder muss man das Ganze irgendwie dann doch auf den Kopf stellen und sagen, okay, ich fange bei den Daten an. Die Daten muss ich erstmal strategisch durchdenken. Und da helfen uns natürlich Initiativen Composable Commerce, Composable Apps, Composable ERP. Die helfen uns da natürlich, in diese Denke reinzukommen, weil wir da die Möglichkeit haben, diese Kopplung ein Stück weit aufzugeben und ein bisschen freier zu sein. Und ich denke, das ist der Trick auch, oder? Dass man wirklich sagt, naja, ich rede jetzt nicht über eine Strategie im Unternehmen auf Basis einer Software oder einer Lösung, sondern ich stelle erstmal die Daten auf eine unabhängige Ebene, oder Jürgen? Ja, auf jeden Fall. Also sehr grundsätzlich so, eine Firma sollte sich ja nie orientieren an dem, was die Software kann, sondern die Software sollte auf das angepasst werden, was die Unternehmensstrategie oder die Datenstrategie ist. Nur auch das ist ein nicht unbedingt einfaches Unterfangen, überhaupt eine Datenstrategie zu entwickeln. Und ja, die Thematik bei dem Thema MDM ist auch wirklich, dass wir ja teilweise nicht nur ein ERP-System haben, sondern es gibt ja Firmen, die haben eine ganze Litanei an Systemen. Es geht aber auch darum, dass andere Firmen sagen, ja, mit der ganzen Thematik, wir wollen eigentlich mehr ERP-Systeme, um sie auf die Märkte anpassen zu können, aus gewissen Gründen, unabhängiger zu sein, etc. pp. Und worum geht es dabei? Wir müssen ja feststellen, welche Artikel, nur als Beispiel, in den verschiedenen ERP-Systemen alle identisch sind. Und das ist der Trick dabei, zu erkennen, eine Eindeutigkeit. Es geht auch so weit, also es muss jetzt nicht unbedingt nur die ERP-Systeme betreffen. Welche Artikel sind in SAP, welche sind in PIM? Die sind nicht immer gleich. Wir haben im PIM-System dreimal so viele Artikel wie im SAP-System. Und trotzdem ist SAP, wie man so aus meiner Sicht altmodisch sagt, das führende System. Aus meiner persönlichen Sicht gibt es in Zukunft kein führendes System mehr, weil alles miteinander verbunden ist. Es gibt nur noch verschiedene Eingangstore. Wer sagt denn, dass ein Artikel grundsätzlich im SAP angelegt werden muss? Ist mir doch völlig egal. Kann doch im PIM, in SAP, über ein Supplier-Portal oder sonst was angelegt werden. Wichtig ist doch nur, dass ich erkenne, was sind die gleichen Artikel und wie werden sie in die verschiedenen Abnahmekanäle transportiert. Also sprich, diese Darstellung über verschiedene Kanäle hinweg oder verschiedene Systeme hinweg muss gewährleistet werden und das versuchen wir eben mit Datenqualitätsdimensionen tatsächlich herauszufinden. Das ist gar nicht so einfach, aber es geht. Auf der Customer-Seite ist es leichter nachvollziehbar. Und man glaubt gar nicht, wie viele Dubletten es gibt. Egal, ob das jetzt Kundendomäne oder Produktdomäne ist. Litaneien. Aus unterschiedlichsten Gründen. Und da kann es auch sein, dass das eine einfach nur eine tatsächlich doppelt angelegter Datensatz ist. Das kann schon mal passieren. Aber der soll auch gefunden werden. Aber es gibt historisch bedingt natürlich auch Prozesse, die es zumindest auf Hoffmanns Seite, und ich kenne sie aus Gesprächen mit anderen Firmen, da ist es dasselbe in Grün. Tatsächlich so prozessual bedingt. Vor 20 Jahren hat man die Auswirkungen noch gar nicht absehen können, welche Schwierigkeiten wir mit Dubletten Stand heute haben. Und das spielt gar keine Rolle, aus welchen Gründen das letztendlich der Fall ist. Es gibt sie zuhauf. So, jetzt lassen wir das mal sacken. Ne? Bisher hoffen wir natürlich, euch hat unser Vortrag gefallen, aber es klingt natürlich nach Arbeit. Ne? Klingt nach Ärmel hochkrempeln, klingt nach Leute überzeugen, die vielleicht eine andere Meinung haben, zusammenzukommen. Das bringt uns eigentlich dann auch zu der Frage, wofür mache ich das Ganze eigentlich überhaupt? Natürlich mache ich das Ganze nicht, um meinen Job zu rechtfertigen, um gestresst zu sein abends nach den Meetings. Ich mache es ja schlussendlich, um meinen Kunden
ein besseres Erlebnis zu bieten. Ja? Und ich mache es ja auch dann, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, um meinen Wettbewerb eben auf Distanz zu halten, auch ein gewisses Stück, egal ob B2B oder B2C. Und da gibt es noch zwei wesentliche Aspekte, um diesen Bogen zu schließen. Zum einen Kontext. Haben wir jetzt heute schon oft gehört. Die Slide war davor schon drin. Ich hätte es mir fast sparen können mit dem Ganzen, was da schon gesprochen wurde. Aber im Prinzip hat der CEO von Microsoft hat es ganz nett zusammengebracht. Du musst natürlich gucken, was ist mein Kontext für meine Daten? Warum mache ich das Ganze überhaupt? Was ist daran überhaupt so wichtig? Und da ist ein wesentlicher Faktor, dass ich auch verstehe, was geht denn da draußen ab mit dem ganzen Zeug, das ich da gemacht habe. Wie kaufen eigentlich meine Kunden ein? Sind die eigentlich zufrieden? Habe ich vielleicht ein Problem in einer gewissen Produktgruppe? Wer sind eigentlich meine Kunden? Wo kaufen die sonst ein? Was kaufen die sonst noch so ein? Und diese Sicht der Daten sind oft transaktionelle Daten, das sind schmutzige Daten für jemanden, der aus dem MDM-Bereich kommt. Ne? Der möchte natürlich seinen zentralen, goldenen Datensatz. Das sind aber ganz, 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 ganz viele. Und da geht es dann darum, auch wieder in unserer Data Management Cloud zu sagen, okay, wir konsolidieren das, wir können Sentiments erfahren aus diesen Dingen und können das dann wieder zurückspielen zu demjenigen, der vielleicht für die Kunden verantwortlich ist, der für die Produkte verantwortlich ist, für was auch immer. Warum? Natürlich, weil alles dann auf eine Art Personalisierung herauslaufen soll. Und bei der Personalisierung ist immer ganz cool, wir kennen das persönlich. Meistens sind die schlechteren Beispiele die, die bei uns hängen bleiben. Ja? Von einem großen Versandhändler habe ich letzte Woche zwei Kataloge nach Hause geschickt. Wir kommen genau die gleichen. Frau als Titelbild, hauptsächlich Frauenklamotten drin. Einmal an mich und einmal an meine Frau adressiert. Gleicher Tag. Da denkt man sich dann, das könnte auch besser sein. Andere, die sagen dir, hey, pass mal auf. Du hast ein Problem mit dem, was dir gerade geschickt wurde. E-Commerce vielleicht. Ich gehe auf die Webseite, ich habe schon Schweißperlen. Denk mir, oh mein Gott, wie kriege ich das jetzt hin? Ja, da kommt direkt das Fenster. Möchtest du direkt mit jemandem chatten oder sollen wir dich lieber zurückrufen? Idealerweise mit einem Login oder mit einem Profil hinterlegt, sodass die schon wissen, warum ich jetzt anrufe. Vielleicht nicht die Details, aber den groben Rahmen. Und das erleichtert es. Und das macht es so einfach. Und da bleibt man dann drauf hängen als Kunde. Und das gilt natürlich auch für den B2B-Bereich. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Und so wie man hier auch sieht, jeder hat sein Lieblingswerkzeug, aktuelle Kampagne. Es geht darum, den Kunden anzusprechen. Einerseits mit Emotionen, andererseits individuell. Und die Herausforderung liegt aber darin, nicht zu sagen, wir kommen von dem klassischen 3500-Seiten-Katalog, der einmal im Jahr rausgeht an den Kunden. Das ist die alte Welt. Aber kundenspezifische Ansprache, vielleicht mit den Artikeln, die für ihn interessant sind, vielleicht mal einfach nur ein Segment, es muss ja nicht immer die ganze Bandbreite sein, sondern mal den Kunden auch anzutriggern. Das ist so die Herausforderung und die muss sehr individuell sein und deswegen brauchen wir auch diese Personalisierung. Wir müssen wissen, welcher Kunde braucht welches Produkt, zu welcher Zeit. Und da sind wir gerade am kompletten Umbruch. Einerseits sind wir noch in der Datenverbesserung, Korrektur oder Aufbereitung für dieses neue System oder diese neue Denke. Andererseits wollen wir ja schon viel mehr. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, diese Balance zwischen dem Hasen und Igel, wenn man so will. Der eine zieht, der andere läuft. Wo geht es denn hin? Und es ist ein ewiges Hin und Her. Genau. Also im Prinzip, wir sind in einem Rennen, ne? Sind wir mal ehrlich, es gibt neue Technologie, auf einmal quatschen alle über ChatGPT, jetzt muss ich mir das auch noch angucken, AI-generierte Bilder waren ein großes Thema, es gibt unterschiedlichste Applikationen, es gibt Abteilungen, die ihr eigenes Ding machen wollen, wir sind immer im Rennen und im Märchen ist es ja so schön, ne? Der versucht immer nur hinterher zu rennen, nach 74 Runden, war es das halt leider für ihn. Man muss sich also versuchen, strategisch zu positionieren, vielleicht mehr als nur einer sein und dann ein gemeinschaftliches Konzept zu haben. Also zusammenzufassen, was sind so die Schlüsselfaktoren, die auch uns dann zum Schluss eigentlich direkt ins Auge gestochen sind. Ne? Datensilos durchbrechen, ganz klassisch, haben wir jetzt gerade schon ein paar Mal besprochen.
Die Cloud ist da, man kann sich dagegen nicht wehren. Allerdings sollte man verstanden haben, dass die Datenintegration der Schlüssel ist, wenn man das ganze Ding ganzheitlich denken möchte und nicht nur für eine Abteilung von 5 Leuten. Künstliche Intelligenz, die Strategien dahinter, Technologie braucht man. Die Technologie muss natürlich den Ausschlag geben, aber das Ding muss umsetzbar sein. Das muss man verstehen. Da muss man gucken, dass man nicht erstmal Mathematik studieren muss, bevor man daraus irgendwie Nutzen ziehen kann. Man braucht Regeln fürs Datenmanagement. Es gibt viel Buzz gerade ums Thema ERP-Modernisierung, Konsolidierung von Systemen, in die Cloud gehen mit dem ERP-System, aber bei weitem nicht nur das, benötigt einen Unterbau, eine stabile Datenstrategie. Und abschließend eben, wer zukünftig, und ich denke, da spreche ich aus meiner eigenen B2C-Erfahrung, aus meiner Smartphone in My Pocket-Erfahrung und hoffentlich würden das einige von euch so auch unterstreichen, wer zukünftig im Wettbewerb den Vorteil haben möchte, der muss personalisieren, der muss diesen Service, dieses Erlebnis bilden. Und dementsprechend fällt mir gerade ein, wir haben keinen letzten Satz für unsere Präsentation ausgemacht. Hast du ein spontanes Fazit? Ja, für mich ist eins ganz wichtig und bei all dem, was hier steht, unterschreibe ich komplett. Man muss aber eins sehen, bei aller Technologie und bei allen Prozessen, die wir aufstellen können, der Faktor Mensch ist aus meiner Sicht der wichtigste. Wahrscheinlich, wenn man so Projekte nimmt, 70% hängen am Faktor Mensch. Überzeugung, Ressourcen, was alles, womit wir ja täglich konfrontiert sind. Und Change Management ist in aller Munde, aber das ist auch ein harter Tobak. Und ja, deswegen habe ich auch eine grüne Brille. Status grün im Projekt ist immer gut, ist aber leider nicht der Fall. Ich wünsche jedem gutes Gelingen für die, die es vorhaben. Und ich glaube, wer Fragen hat, kann gerne auf uns zukommen. Vielen Dank.